Das Seminar angeht über Firasa und die Zeichen Allahs. Das ist von einer ganz anderen Art. Und das muss man in zwei Bereiche aufteilen. Das eine ist eine grundsätzliche Kunst und das ist Firasa. Firasa bedeutet, dass man aus bestimmten Kennzeichen heraus absehen kann, was für Eigenschaften, was für Dinge, was für Effekte zu erwarten sind. Das beginnt bei natürlichen Dingen, wie etwa der Natur, dem Himmel, der Umgebung, und endet bei einem Menschen, der uns entgegentritt, aus dessen konkreten Indizien, wie er sich bewegt, was er tut, wie er bestimmte Vorzeichen nehmen können. Dazu gibt es auch verschiedene überlieferte Dinge. Das ist das Erste. Man untersucht quasi ohne Notwendigkeit, sondern aus der Situation heraus, wie man etwas einschätzt. Etwa, wenn man an einer Wegkreuzung steht, wenn man davor steht, einen Menschen kennenzulernen, woraus nimmt man welche Zeichen? Das ist das Erste. Das Zweite ist eine andere Sache, die Zeichen Allahs. Hiermit meint man speziell, wenn man in einer bestimmten Situation, einer konkreten Lebenslage, eine wichtige Entscheidung treffen muss, und hier geht es um eine Notwendigkeit, etwa man muss einen Weg nach rechts oder man muss einen Weg nach links nehmen, man kann nicht stehen bleiben, man kann auch nicht keine Wahl treffen, dann ist es sehr wichtig, dass die Entscheidung auf irgendeiner Grundlage beruht. Wenn es keine Entscheidungsmöglichkeit gibt, die den Ausschlag gibt, jetzt auf rein rationale Weise, dann konzentriert man sich auf die sogenannten Zeichen. Manchmal auch die Zeichen in Gegensatz zur Rationalität. Etwa, dass man sagt, rational gesehen würde ich mich zwar zum rechten Weg entscheiden, aber hier ist ein Zeichen, was mir klar macht, links wäre besser. Zum Beispiel. Es gibt verschiedene Zeichen. Die werden im Koran aus verschiedenen Kontexten heraus auch mit sehr unterschiedlichen Begriffen bezeichnet. Sie haben auch verschiedene Stufungen. In manchen Fällen handelt es sich um notwendige Zeichen, wie etwa innerhalb der Wahrträume, innerhalb einer konkreten Eingebung, innerhalb von bestimmten Dingen, die sich bereits angekündigt haben, ob das jetzt Déjà-vu ist oder etwas Ähnliches. Und dann gibt es wiederum die Zeichen, die man erstrebt und die auf ganz individuelle Weise kommen. Es gibt also die offenkundigen Zeichen, alle Menschen sehen das, und es gibt die verborgenen Zeichen, das sind diejenigen Zeichen, die nur derjenige versteht, für den sie bestimmt sind. Hier die grundsätzliche Systematik zu erkennen und auch zu sehen, dass es hier eine gute Grundlage gibt, überlieferungsmäßig, islamgemäß, das ist das Ziel dieses Unterrichts. Und da das ein großes Thema ist, Firasa alleine ist sehr umfangreich und die Zeichen Allahs ist auch sehr umfangreich, ist es eben zweiteilig gesetzt.